Mario Götze zurück im Signal Iduna Park. Der verlorene Sohn ist bei der Mannschaftspräsentation von Borussia Dortmund an die Stätte seiner größten Siege zurückgekehrt. Nach 3 Jahren bei Ligakonkurrent Bayern München soll der Superstar beim BVB wieder zu alter Stärke finden. Dem Moment, wenn Mario, so wie das jetzt ist, unser Trikot trägt, dann ist er ein Spieler des BVB und wird von unseren Fans unterstützt. Alles andere kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Mit Weltmeister Götze und Dortmunds teuerstem Einkauf André Schürrle soll in dieser Saison der Angriff auf Rekordmeister Bayern München gestartet werden. Am Sonntag kommt es zum ersten Kräftemessen im Supercup. Die erste Trophäe der Saison für den neuen Trainer der Bayern, Carlo Ancelotti, mehr als nur ein Prestigetitel. Für uns ist wichtig, alle Kompetitionen sind wichtig für uns. Im Supercup wird auch Bayerns Neuzugang Mats Hummels an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Die Dortmunder Fans werden ihrem ehemaligen Kapitän einen lautstarken Empfang bereiten. Ein Problem wird das für den Weltmeister aber nicht. Hummel hat viel Erfahrung. Ich denke, er keine Probleme hat. Mats hat die Entscheidung getroffen, zu einem der besten Clubs in Europa und auf der Welt zu gehen, zum Club zu gehen, der aktuell eine Stufe über uns steht. Der Supercup. Dortmund gegen Bayern. Herausforderer gegen Meister. Tuchel gegen Ancelotti und Götze gegen Hummels. Im Signal Iduna Park geht es um den ersten Titel der Saison.